Parkstadion. Vielleicht etwas kühl, aber der Rasen sehr gut bespielbar. Der VfB von Anfang an mit sehr viel Druck nach vorne, Allgöwer. Und es steht 1:0. Gespielt waren gerade mal 40 Sekunden. Ein herber Dämpfer für die Schalker Mannschaft. Dieter Adler hat es angesprochen. Die Knappen brauchen ja jeden Punkt, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel hineinzukommen. Eike Immel. Ein weiter Abschlag. Dann ist Jürgen Klinsmann zur Stelle. Da lässt er zuerst mal einen, dann zwei aussteigen. Und dann dieser Schuss. Es steht 2:0 für die Gäste aus Stuttgart. 3 Minuten später in der 4. Minute dieser Treffer von Jürgen Klinsmann. Und Toni Schumacher sagte seinen Vorderleuten, dass man diesen Mann nicht so frei zum Schuss kommen lassen darf. Olaf Thon, er war heute wieder einmal Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft. Bei ihm gleich 2 Gegenspieler, da wird er gefoult. Keine Frage, Freistoß. Und Olaf Thon wird selbst ausführen. Im Übrigen sehr guter Besuch, gute Stimmung im Stadion. Olaf Thon. Und dann der Anschlusstreffer durch Klinkert, das 1:2 in der 6. Minute durch diesen Kopfballtreffer. Die Fans schöpften wieder Hoffnung. Der VfB in der Anfangsphase des Spiels tonangebend mit den flüssigeren Kombinationen. Dann dieser weite Pass auf Klinsmann, herrlich angenommen. Und er erzielt seinen 2. Treffer in dieser Begegnung. Das 1:3, es waren gerade mal 14 Minuten gespielt. Dann der erste Wechsel in der 22. Minute bei Schalke. Für den enttäuschenden Brust, der Klinsmann nie in den Griff bekam, kommt Schipper. Stuttgart läuferisch und kämpferisch überlegen. Schäfer, da fasst er sich ein Herz. Ein Schuss aus 20 Metern und es steht 1:4. Gespielt waren 24 Minuten. Toni Schumacher an diesem Treffer sicherlich ebenso machtlos wie an den Treffern zuvor. Schalke versuchte es mit Einzelaktionen. Mirwald klärt zur Ecke. Es wurde selten so über die Flügel gestürmt. Edelmann. Dann Verwirrung im Stadion, Olaf Thon und es steht nur noch 2:4, die 36. Minute. Hier nochmal in der Zeitlupe, Olaf Thon, er reagiert am schnellsten und keine Chance für Eike Immel im Tor des VfB. Immer wieder Olaf Thon, er war es, der die Bälle verteilte und endlich auch mal auf die Flügel auswich, ansonsten nur viel klein, klein. Dann ein weiter Pass auf Rainer Edelmann. Und der verfehlt nur knapp das Gehäuse von Eike Immel. Zur Pause stand es 4:2 für die Gäste. Ein beruhigender Vorsprung. Und die Frage war, was würde Schalke machen? Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Pause. Aber das musste man sagen, Schalke hatte wohl eine gehörige Standpause bekommen. Spielte jetzt voll auf Angriff. Und an dieser Pfostenschuss von Wollitz, da wäre Eike Immel nie und nimmer herangekommen. Stuttgart nun wie von der Rolle. Es spielte nur noch eine Mannschaft. Und das war Schalke 04. Der eingewechselte Schipper auf Olaf Thon. Da lässt er gleich 2 Gegenspieler stehen und nun Achtung, ein klares Foul an Ciskale. Mirwald hat ihn da umgestoßen, da gab es auch keine Diskussionen. Eine klare Entscheidung, Strafstoß. Olaf Thon, das Anschlusstor zum 3:4, die Fans waren aus dem Häuschen. Dann der erste Wechsel auch beim VfB. Der enttäuschende Fritz Walter musste gehen, für ihn kam Gaudinho und dann gab es die gelbe Karte für Eike Immel. Er hat öfter gemeckert und das Spiel verzögert, wie hier wieder beim Abstoß. Vollkommen zu Recht die gelbe Karte von Wilfried Heidmann, der ansonsten mit dem Spiel überhaupt keine Probleme hatte. Stuttgart nur selten im Angriff und wenn, dann suchten sie natürlich ihren gefährlichsten Mittelstürmer Klinsmann. Immer bewacht von 2 Gegenspielern. Schütterle. Dann ein Foul von Michael Jakobs, keine Diskussion, Freistoß, Sigurd Winsson, aber keine Gefahr für Toni Schumacher. Und dann schauen Sie mal, wie er das Spiel schnell macht, wie er seine Leute nach vorne treibt, die natürlich jetzt den Ausgleichstreffer wollten.
alles nur noch im Vorwärtsgang. Olaf Thon, eine Riesenmöglichkeit und eine herrliche Parade von Eike Immel. Bei der anschließenden Ecke achten Sie einmal darauf, wie viele Spieler sich im VfB-Strafraum tummeln. Die Stuttgarter wollten natürlich diesen knappen Vorsprung retten und Schalke das Unmögliche noch möglich machen, wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Dann der Pass auf Olaf Thon, da wird er gefault, der Schalker heute mit einer der besten Akteure auf dem Feld. Der Freistoß von Schipper hoch hineingebracht in den Strafraum. Man versuchte alles, aber ich darf es vorwegnehmen, am Ende blieb es, man muss es sagen, beim unglücklichen 3:4 aus Schalker Sicht, die zumindest einen Punkt verdient gehabt hätten in einer dramatischen Bundesliga-Begegnung und damit zurück.